Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Wir haben das letzte Mal schon eigentlich eine ganz ansehnliche Tabelle gemacht und dieses Mal möchten wir das ein bisschen detaillieren. Ja, ich habe einfach Kosten geschrieben und Verkaufspreis. Wir wollen jetzt die Kosten etwas aufteilen. Okay? Also ich will die Kosten etwas spezifizieren, weil es gibt normalerweise Einkaufskosten, es gibt Lagerkosten, es gibt, wenn ich was fertigen will, gibt es irgendwelche Stunden, Bearbeitungsstunden, Maschinenstunden, Rüstzeit und so weiter. Und das möchte ich in meine Tabelle einfließen lassen. Und daraus möchte ich nachher die Kosten berechnen. Okay? Das ist das Ziel unserer heutigen Übung. Das ist unsere Tabelle. So, also Kosten müssen wir jetzt aufblasen. Ja? Kosten müssen wir aufblasen. Ich setze mich hier hinein. Zellen einfügen und weil mir das zu langsam geht, markiere ich eine Spalte und drücke Steuerung plus, vielleicht ein bisschen viel, Steuerung minus, so. Ja. Also da möchte ich jetzt alles mögliche hineingeben, Kosten. Ja. Jetzt steht das Kosten da drüben, ich möchte aber, dass praktisch diese ganzen Spalten hier als Kosten aufscheinen. Okay? Ich kann in Excel Zellen verbinden. Das machen wir auch gleich mit. Ja. Das kann man entweder hier verbinden und zentrieren oder verbinden, ja, Park. Jetzt habe ich es verbunden. Jetzt sind die Kosten da links. Jetzt ist das eine so eine große Zelle. Das heißt, diese ganzen Zellen sind jetzt eine Zelle. Ja. Welche Adresse hat die B1? Immer die links oben. Wichtig, ja, immer die links oben, das ist die Adresse einer zusammengefügten Zelle. Ja, wenn ich das Zusammenfügen aufheben möchte, ja, Zellverbund aufheben, ist wieder so. Ja. Zellen verbinden. Gut. Und jetzt möchte ich noch praktisch eine Unterkategorie einfügen. Auch hier markiere ich mir eine Zeile, drücke Steuerung plus, dann habe ich darunter eine Zeile. Und da kann ich jetzt spezifizieren. Also da habe ich zum Beispiel Materialkosten. Materialkosten. Dann habe ich, ja, was habe ich noch? Bearbeitungsstunden. Dann habe ich Maschinenstunden. Maschinenstunden. G und H ist das wenigstens nebeneinander, jawohl. Dann habe ich Rüstzeit. Was habe ich da noch? Lassen wir es einmal. Das habe ich, dann habe ich praktisch die Entstehungskosten. Dann habe ich Lagerkosten. Und dann habe ich Gesamtkosten. Gut, jetzt ist es da fett geschrieben, das gefällt mir nicht. Ich markiere die ganze Zeile, das geht nämlich auch, klicke das Fett weg und sage, das soll dafür kursiv sein. Vielleicht etwas kleiner, mache das da kleiner. Ja, das schaut schon ganz gut aus, aber es ist mir irgendwie zu breit. Ja, ich möchte, dass das nicht so breit wird, aber für etwas höher vielleicht. Ja. Das heißt, ich werde das Höhe machen, diese Dings, und wir da Material, und dann mache ich Bindestrich, Kosten. Ja, dann kann ich es eng machen, bringt nichts. Ja, aber schau, wenn ich hineinklicke, dann ist es so. Ja, aber genauso wie es. Enter. Na, Enter geht nicht. Ja, also die Eingabetaste bewirkt ja gar nichts. Ja, wie bringe ich da praktisch einen Zeilenumbruch hinein? Mit Alt, Enter. Ja, dann habe ich das da so erinnern. Schaut jetzt aber schon anders aus. Ja. Dann habe ich, jetzt wird es praktisch so, back, wird es alles so klein machen. Ja, Bearbeitungs, Bindestrich, Alt-Enter, Stunden, Maschinen, Bindestrich, Alt-Enter, Rüstzeit, schaut eh gut aus, Entstehungs, Bindestrich, Alt, Enter, Kosten, Lagerkosten, Gesamtkosten. Ja, dann will ich es Kosten auch in die nächste Zeile rücken. Und dann ist das überall eigentlich gleich.
auch wenn es hier gar nicht notwendig wäre. Irgendwie gefällt es mir noch nicht. Ich werde das noch markieren und wir sagen, ich will es zentriert und ich will es nicht oben, ich will es nicht unten, ich will es auch zentriert. Schau. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. So, Materialkosten. Bremsseil. Will das Bremsseil überhaupt machen? Bremssattel. Pass auf, da mache ich eine. Wir produzieren Bremsback und Bremssattel. Ja, das ist unsere, sagen wir, die produzieren wir selbst. Ist Bremsseil werden wir uns jetzt einfach kaufen. Und da haben wir gesagt, okay, die kostet 14, das sagen wir, das kostet 13 Euro im Einkauf. Aha, Euro ist nicht mehr da. Markieren, Pinsel, übertragen, 13 Euro im Einkauf. Dann habe ich 0 Bearbeitungsstunden, 0 Maschinenstunden, 0 Rüstzeit, weil das ist ein Einkaufsartikel. Ja. Und was mache ich da? Bearbeitungsstunden. Aha, pass auf, da muss ich wieder hier, Bug, weitere Zahlenformate und da sage ich wieder Benutzer definiert und sage 0,0 Stunden. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das markiere ich mir gleich und sage, das soll da herüberkommen. Ja. Entstehungskosten. Was machen wir? Bearbeitungsstunden. Einkaufen müssen wir auch. Das haben wir 0,2 Stunden haben wir da. Aber Maschinenstunden rüstet haben wir keine. Lagerkosten haben wir, das wird nicht viel kosten, 2 Euro, 2 Stunden, das ist ein Blödsinn. Format übertragen. Das sind auch wieder die Kosten. Back. So. So. Und jetzt die Entstehungskosten. Jetzt habe ich ja irgendwie Stunden und ich möchte Euro haben. Jetzt mache ich mir hier aber noch eine Spalte und sage Bearbeitungsstunden. Was kostet es? Was kostet eine Bearbeitungsstunde? Eine Stunde in der Bearbeitung? 80. 80 Euro in der Stunde. Maschinenstunden. Sagen wir 40. Rüstzeit. Da steht die Maschine. Da habe ich nur die Abschreibung der Maschine, aber keine Betriebsmittel und so weiter. Aber sagen wir, ist die Hälfte. Gut. Ja. Das sind irgendwelche fiktiven Werte. Da möchte ich vielleicht auch noch einen benutzerdefinierten, weitere Zahlenformat, benutzerdefiniert. Und zwar möchte ich der 0,00 Euro pro Stunde. Pro Stunde. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Jetzt möchte ich, dass das, jetzt ist das ein bisschen groß, die Zeile, dass das genauso hoch wird wie die momentan gewählte Schriftgröße. Bin ich da zwischen 3 und 4, gehe ich hin, also aufs Ende der Zelle praktisch, mache einen Doppelklick. Ja, und jetzt ist das zusammengerückt, gefällt mir. Ja. Gut, Entstehungskosten. Diese Entstehungskosten habe ich mal, ist gleich Materialkosten, ja, plus Bearbeitungsstunden. Mal Bearbeitungsstundensatz, das kommt dazu, ja. Dann plus Maschinenstunden, mal Maschinenstundensatz, ja. Plus Rüstzeitstunden, mal Rüstzeitstundensatz. Das ist gut. Ja. Das ergibt mir die Entstehungskosten, 29, okay. Und die Gesamtkosten sind natürlich, ist gleich Entstehungskosten plus Lagerkosten, 31. Dann mache ich schon einen Gewinn von minus 11 Euro. Gut. Gut. Vielleicht. Naja. Zumindest wissen wir es jetzt. Deswegen machen wir eine Kalkulation. Und jetzt fülle ich das aus. Ja, jetzt fülle ich das aus. Bremsbacken, Materialkosten. Da werden wir Zukaufsteile haben. Sagen wir 25. Bremssattel. Na, der wird natürlich teurer sein. 50 Bremsleitungen. Ich gebe jetzt einfach irgendwas ein, ja, weil jetzt freut es mich nicht mehr, überlege, ein Bremslicht wird nicht viel kosten, Blinklicht kostet auch nichts, Standlicht kostet auch nichts, Bremsflüssigkeit, ja, das passt. Ja. Dann Bremsbacken, Bearbeitungsstunden, wie lange werden wir die fertigen? 2 Stunden, ja. Bremssattel werden wir länger fertigen, werden wir 4 Stunden fertigen, ja. Von den 2 Stunden werden wir 1,5 und 0,5 Bremssattel, wenn wir 3,5 und die auch 0,5 Stunden Rüstzeit, das ist leibend.
Bremsleitung, da haben wir wieder nur einen Einkauf. Diesmal machen wir da überhaupt nur 0,1. Bremsflüssigkeit, Einkauf. Und den Rest machen wir wieder 0, weil das sind Zukunftsteile. Da haben wir keine Maschinen. So, das markiere ich mal wieder und sage, das soll über Benutzer definiert sein. Und zwar diese Stunden, das muss ich ja hier irgendwo finden jetzt. Gell? Ja, Stunden, passt. Schaut gut aus. Gut, Lagerkosten, Bremsbalken, ja, die sind ein bisschen größer. Bremssattel ist nur ein bisschen größer. 8 Bremsleitungen. Ja. Das ist gut. Und jetzt ziehe ich die Gesamtkosten runter. Ja, das sind jetzt nur die Lagerkosten, weil ich habe eigentlich nur die Entstehungskosten. Und dann nehme ich auch dieses Knopsi, genauso wie ich es gerade bei den Lagerkosten gemacht habe, und ziehe das auch nach unten und dann bin ich glücklich und zufrieden. Glaube ich. Ja. Und da sehe ich, Moment einmal. Die Bremsbalken sind billiger wie das Bremser. Wenn mir das auffällt. Die sind billiger als wie das Bremser, obwohl es mehr Materialkosten haben, mehr Bearbeitungsstunden, mehr Maschinenstunden, mehr Rüstzeit. Da stimmt doch was nicht mit dieser Formel. Stimmt doch was nicht. Ja? Schauen wir uns die Formel nochmal an. Das schaut doch gut aus. Ja? Das plus das mal dem plus das mal dem plus das mal dem. Passt. Schauen wir uns diese Formel an. Also, das plus das mal die, nein, das ist ja falsch. Weil das muss ja hier nach oben. Ja? Auch das muss ja hier nach oben. Ja? Und das muss ja auch hier nach oben. Also, das ist ja mit runtergerutscht. Ja? Weil der das einfach mit runterzieht. Das ist aber unpraktisch. Ja? Excel bietet uns eine Möglichkeit, wie wir das, sollte man das irgendwo passiert sein, ja? Fixt, indem man da einfach das nach oben ziehen kann. Man kann diese bunten Vehikel da am Rand angreifen praktisch. Ja? So, das schaut schon anders aus. Das schaut aber schon anders aus. Ja? Passt. Ja? Mache ich da auch einen negativen Gewinn. Super. Jetzt ziehe ich es nach unten. Aber ich habe immer wieder das gleiche Problem. Schauen wir uns das an. Es rutscht immer wieder gemeinsam runter. Jetzt muss ich, obwohl ich diese Automatismen habe, jede Zeile einzeln angreifen. Schlecht. Schlecht. Aber muss ich nicht. Muss ich nicht. Gibt es eine Möglichkeit, zeige ich her. Ja? Und zwar, das Problem ist ja, dass diese Zeile hier mitrutscht. Ja? Jetzt brauche ich hier zum Beispiel bei C3. C3 soll, das soll ja auf 3 bleiben. Ja? Jetzt schreibe ich hier nicht C3, sondern C und da mache ich ein Dollarzeichen. C$3. Dollar. Ja? Schauen wir uns das an, wie das jetzt ausschaut. Ziehe das nach unten. Falsch herumgezogen. Naja, es schaut besser aus, aber nicht optimal. Ja, schauen wir uns nämlich an, was passiert ist. Herum, diese Formel kennen wir jetzt mittlerweile. Diese Formel, schau, das, wo ich das Dollar dazu gemacht habe, das C$3, ja, das bleibt dort. Die anderen zwei gehen natürlich noch mit nach unten, weil da habe ich noch kein Dollar gemacht. Und wenn ich mir irgendwo, dann sehe ich, das bleibt dort. Mit diesem Dollarzeichen kann ich also die Position beim Verziehen fixieren. Ja? Ich kann auch vor das C ein Dollar machen, dann ist egal, ob ich nach unten, nach rechts ziehe, links, rechts, oben, unten. Es bleibt immer die Zelle, also wenn ich sage $C$3, bleibt es immer die Zelle $C$3. In diesem Fall C$3. Wenn ich nach oben und unten ziehe, das 3 ist fixiert, das bleibt 3. Ja? Wenn ich nach links und rechts ziehe, wird das C zum B oder zum D, je nachdem, wo ich nach links und rechts gezogen habe. Ja? Also ich kann mir praktisch aussuchen, in welche Richtung ich das fixieren will. Und jetzt fixiere ich einfach alle Zellen. Schaut das vernünftig aus? Jetzt schaut das vernünftig aus. Super!
Gewinn braucht man nicht viel. Da ist ein Minus. Ja. Das Minus ist ein bisschen unscheinbar. Ein bisschen unscheinbar, muss ich sagen. Ja, also das fällt vielleicht gar nicht auf, dass ich sage, super, 471 Euro Gewinn, wir gehen essen, aber dabei steht da ein Minus. Ja, irgendwie möchte ich, dass das besser hervorgehoben ist. Ja, also das mit dem Dollar ist hoffentlich jetzt klar. Ja, das wollte ich euch heute herzeigen. Ah, super. Ja, also jetzt kann ich mir praktisch Formeln entwickeln und die dann entsprechend so designen, dass ich das nach oben und runter, dass ich das möglichst auf meine ganze Tabelle ausbreiten kann. Ja. Aber trotzdem, ich bin nicht glücklich mit der Tatsache, dass da negative Zahlen stehen, natürlich als Geschäftsmann. Jetzt sage ich, ich muss den Verkaufspreis erhöhen oder was? Ja, okay, passt schon. Aber es muss man zuerst einmal aufhören, dass da negative Zahlen stehen. Ich muss sagen, da muss ich genau schauen. Ja, muss man genau schauen. Na sicher. Aber wenn mich etwas anspringt, dann fällt es mir besser auf. Ja? Jetzt möchte ich, dass die negativen Zahlen zum Beispiel irgendwie hervorgehoben werden. Es geht auch mit einer bedingten Formatierung. Und das ist das Thema unseres nächsten Videos. Ja? Bedingte Formatierungen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.